So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Assassin's Creed Brotherhood Part 38. Ja, ich dachte mir mal erstmal, hey, warum verlassen wir nicht mal den Animus, um zu gucken, was eigentlich dann passiert? Also für mich ist es jetzt gerade vollkommen blind, den Animus zu verlassen. Ich weiß jetzt überhaupt nicht, was passiert, was uns da jetzt erwartet. Okay. Keiner hier? Ach da. Steh langsam auf. Ja, werde ich. So, was gibt's Neues? Was geschah mit Katharina Sforza? Sie ging nach Florenz und bat erfolglos um die Übergabe ihrer Ländereien. Sie starb in Armut. Ah, traurig. So ist das Leben. Oder der Tod, aber ihr versteht mich schon. Okay, was hast du noch zu sagen? Treffen wir je die Chefassassinen? Ich hörte von einem Treffpunkt, als ich jünger war. Scheinbar gibt es ihn, obwohl ich nicht sicher bin. War es auch nie. Du siehst ihn, wenn wir den Apfel haben. Ja, ich habe die allerhöchsten Erwartungen. Eine private Espresso-Bar zum Beispiel. Reine Geldverschwendung. Du bist schon mal kein Espresso-Trinker. Wir haben keine Zeit für Smalltalk. Ja, und dann gehe ich mal zu der nächsten. Gibt's irgendwas zu essen hier? Wer nicht arbeitet, isst nicht. Ein Scherz. Du weißt, dass das Spaß war? Genau. Lächeln und nicken. Da gibt es einen Freiwilligen. Der war es wert. Hä? Was ist denn jetzt los? Ich dachte, jetzt bekomme ich was zu essen. Schade. Dann hören wir mal weiter. Wir haben zu tun. Ja, okay. Und was mit dir? Was ist mit dem Strom? Im Moment geht's, aber die Leitungen sind aus der Steinzeit. Verdammtes dritte Weltland. Sprichst du von Italien? Nein, Europa ganz allgemein. Wusste nicht, dass England ein dritte Weltland ist. England ist nicht Europa, Rebecca. Wir tolerieren Europa, weißt du? So wie man Herpes toleriert. Okay. Wie konntest du eine Kopie des Animus bauen? Ach, weißt du, Lucy hat mir Pläne geschickt. Ich dachte, sie konnte da nichts rausschmuggeln. Sie hatte ihre Mittel. Der Rest ist improvisiert. Ha. Gut, dann begeben wir uns mal nach draußen. Und komm vor Sonnenaufgang zurück. Da sind ein Headset und eine Uhr. Die? Ja, nimm sie mit. Warum? Okay. Warum darf ich jetzt nicht länger draußen bleiben, Mama? Was? Nur 10 Minuten darf ich draußen bleiben. Ab. So wenig? Ich bin schon groß und so. Na egal. Mal gucken, was es hier zu entdecken gibt. Ob es überhaupt was zu entdecken gibt. Bin ich ja mal gespannt. Okay, da ist so ein Aufzug. In einer anderen Farbe, aber in Rot. Kann ich herauf? Schade. Okay. Kann man hier raus? Nö. Ja toll, was gibt's denn hier zu entdecken? Hä? Oder kann man hier noch mehr Bolger-Flaggen sammeln und alles mögliche. Ich weiß echt nicht, was man hier entdecken kann. Für irgendwas ist es ja gut. Oder einfach nur so. Hier nach oben kann man ja auch nicht. Was soll ich denn so lange bis zum Aufgang denn jetzt hier machen? Aber warte mal kurz. Irgendwie kann man doch in diesen einen Dingens Geheimkeller da vom Anfang her. Kommt man da vielleicht nochmal hin? Kann man da rein? Aber hoch kann man ja da nach oben.
Ich möchte gern aufs Dach. Mal gucken, was da so abgeht. Ich glaube eher an nichts. Wow. Was für eine Aussicht. Mein lieber Mann. Okay, da ist ein Aufzug. Den betätigen wir gleich mal. Gehen wir mal darauf. Ja. Oh. Wow, 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 wow. Was ist denn das Schönes? Also kann man hier doch Sachen sammeln. Staub zu Staub, okay. Ach, guck mal, wen der da unten haben. Warum ist denn die jetzt da? Ich komme. Oh. Manchmal fühle ich überhaupt keine Bindung mehr zur Realität. Fast ein Jahrzehnt meines Lebens futsch, für die Suche nach diesen Edensplittern. Denk an das schöne Gefühl, wenn wir die Templer endlich gestoppt haben. Ich weiß nicht, ob das jemals endet, Desmond. Ich kann das nicht ewig tun. Das glaube ich nicht. Meine Lucy brachte mich her und bildete mich aus. Die würde nie aufgeben. Schätze, ich habe dich gut ausgebildet, wie? Na, ganz okay. Ja, war ganz okay. Kommt man nicht hier irgendwie aus der Burg noch weiter? Ah, da sind wir runtergesprungen. Warum wurde es jetzt abgesperrt? Ich will wieder da runter. Auf jeden Fall gibt es hier auf jeden Fall so eine kleinen Kisten-Dingenses zu sammeln. Was sie bringen, keine Ahnung. Wie gesagt, das ist für mich blind. Das gerade. Aber hey, 5 Minuten haben wir noch Zeit. Mal gucken, ob wir noch eine Kiste finden. Was ich eher nicht glaube, wegen die sind bestimmt richtig versteckt. Bis zum geht nicht mehr. Ah, ne, hier schaut's nicht nach Kisten aus. Ich glaube irgendwie eher auch, die sind auf den Dächern versteckt. Glaube ich. Ich vermute es einfach mal. Ha. Hier ist auf jeden Fall nichts. Ne, da auch nicht. Ja. Es wäre ja einfach, wenn die Kisten irgendwie glitzern würden, wie die Borgia-Flaggen, aber die geben ja nicht mal einen Ton von sich, glaube ich. Jedenfalls habe ich bei der vorigen nichts gehört. Ah. Ne, hier ist auch nichts los. Ah. Da könnte ich mir eine Kiste gut vorstellen. Aber nein, demnach ist nicht so gut. Aber eine Kirche, komm. In dieser Kirche da, komm. Da ist doch bestimmt eine Kiste. Na, was sage ich denn? Das war keine Kirche, Kiste. Da war irgendwas anderes. So ein Stofffetzen oder so, was das gerade eben war. Na, mal weiter gucken. Aha. Ne, hier ist nix. Ist hier vielleicht irgendwie was? Mann. Ich hab einen Frosch im Hals, ey. Boah. Okay, noch 3 bzw. 4 Minuten haben wir noch. Lasst mir noch Zeit. Ich suche noch diese versteckten Sachen hier. Mann, oh. Nee. Nee. Nö. Ich will mindestens noch eine Kiste oder so finden. Ah! Ich will noch mindestens eine Sache oder so finden. Ah! Da haben wir noch eine gefunden. 3 von 5. Dann bräuchten wir noch
2, gut. Das reicht für den Anfang. Begeben wir uns mal langsam wieder nach Hause. Ja. Gucken nebenbei noch nach den versteckten Sachen Ausschau. Aber ich frage mich, ob das irgendwas bringt, die Sachen zu sammeln. Ob man irgendwas Tolles kriegt dann oder so. Ich weiß das ja nicht, das ist ja für mich blind. Okay. Das? Ist das rot? Ist das Blut? What the fuck? Ach toll, aber wir haben keine Zeit mehr. Eine Minute nur noch. Das wird mich jetzt brennend interessieren, wo der Weg jetzt hinführt. Ja toll. Wie viel Zeit? Eine Minute. Ah. Was passiert eigentlich, wenn... hier endet der Weg. Geht's jetzt hier lang? Wie lange Zeit? Eine Minute. Okay. Ja. Okay, hier geht's noch weiter. Okay. Noch weiter. Ach, hier geht's dann wieder rein. Desmond, komm zurück. Die Sonne geht auf. Ja, mein Schatz. Oh. Wo geht's denn rein? Ach, da. Da war was. Oder? Da war doch gerade ein Versteck die ganze Zeit. Ups. Egal. Gibt's denn hier vielleicht noch irgendwas Schönes? Was ist denn das hier? Das blinkt. Beliebige Taste drücken, okay. Ach. E-Mail checken, okay. Passwort eingeben. Ja. Wochenplan. Ich will auswählen. Wochenplan Montag, okay. Schauen löst Lucy ab. Kann man irgendwie nach unten? Hallo? Ich möchte gerne nach unten. Wenn es möglich wäre. Ah. Abendessen. Ich krieg kein Abendessen. Toll. Eingang, Ausgang, nichts verschickt, aber gelöscht. Na, ich will gucken, was gelöscht wurde. Nein. Ich komm nicht klar, verdammt. Ah. MP3-Player. Hi Leute, ich kann meinen MP3-Player nicht finden. Oh, den kleinen schwarzen. Hä? Den kleinen schwarzen. Sagt Bescheid, wenn ihr ihn seht. Ohne Musik kann ich nicht gut schlafen. Oh. Man muss ja auch nicht in Schlaf Musik hören. Achtet darauf, im Verteiler zu bleiben. Da ist wieder so ein Wochenplan. Essen. Ich hole mir im Café in der Stadt was zu essen. Soll ich was mitbringen? Jo, ein Döner, bitte. Unbeschrifteter Fan. Oh. Oh, oh. Hier ist irgendein weißer Van. Ah, das ist nicht gut. Na egal. Gut. Dann gehen wir mal hier raus. Achso, hier gibt's ja noch mehr. Ach, wir haben ja mal das Passwort einfach mal von der Rebecca. Ja klar. Ach, die hat auch eine Menge E-Mails. Das sind nicht immer die gleichen. Ach, da kommen die ganzen E-Mails her. Okay. Ah, danke fürs Abgeben. Die hatten einen MP3-Player wiedergekriegt. Ja, wo war er denn jetzt? Der MP3-Player, ich will auch ein bisschen Musik hören.
Sean hat beide gegessen. Ey, wie das sich anhört, als ob er irgendwas Sonstiges gegessen hat. Okay. Egal. Gibt's hier eigentlich noch irgendwas? Nee, ich wollte nicht nochmal da reingucken. Ach, guck mal. Kann man das beliebige Taste drücken? Hä? Ach so, okay, kann man sich angucken oder was? Kapier ich nicht. Nee, ich will das nicht. Aber sonst gibt's hier nichts, glaube ich, oder? Ach doch. Ey, was zu essen? Fleischfresser! Heuchlerin, wusstest du, dass Pflanzen Chemikalien abgeben, um Raubinsekten anzulocken? Klingt ziemlich animalisch für mich. Du weißt mehr, als gut für dich wäre. Das sagt mein Pfarrer auch immer. Ich möchte gern noch was essen. Oh, Pommes und so, oh, lecker. Komm, noch was. Na? Kannst du jetzt noch mal was? Aber was trinken, komm. Etwas. Ah, lecker. Wir sprechen später. Bitte geh jetzt da rein und finde den Apfel. Wir zählen auf dich. Gibt's denn hier noch was? Und was hier? Da ist auch nichts. Schade. Da sind die E-Mails. Da kann man sich irgendwas nur angucken. Was passiert eigentlich, wenn ich den Adlerauge aktiviere jetzt? Nix. Und wenn ich mir das angucke und... Ne, geht nicht. Gut. Dann begeben wir uns mal gleich wieder in den Animus rein. Na. 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 Okay, von der anderen Seite. Nö. Ich möchte mich gerne da drauflegen. Hallo. Hallo. Na. Komm. Ich will in den Animus. Mann. Was ist... Ah. Ezio wartet. Was? Ach so, der Ezio wartet, okay. Das habe ich jetzt gerade nicht verstanden, wirklich. Ezio wartet, hä? Gut. Jetzt sind wir wieder hier. Und damit werde ich auch diesen Part beenden und wir sehen uns bei Part 39 wieder. Bis dann!